Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, im Namen Gottes des Alabamas, des Barmherzigen. Friede sei mit euch, sowie die Barmherzigkeit Gottes und sein Segen. Möge alle eure Taten und Mühen annehmen, meine lieben Geschwister. Allah, Lob gepriesen und erhaben ist er, sagt im Koran in der Surah Al-Qadr, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. 1000 Monate entsprechen jeweils 84 Jahren. Der gesamte heilige Koran ist in der Nacht des Qadrs, zu Deutsch der Nacht des Schicksals, von der Allah al-Mahfuz in den Himmel herabgestiegen. Allah Al-Mahfuz heißt zu Deutsch die wohl behütete Tafel. Gemeint ist, dass darin alles, was Allah subhanahu wa ta'ala lobgepriesen und erhaben ist, er will, verwahrt wird. Dann wurde der Koran nach und nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Zeit von 23 Jahren überliefert, beginnend in der Höhle von Hira. Das Herabsenden des gesamten Korans während der Laylat al-Qadr ist der Grund für ihre Ehre und besondere Stellung. Diese Nacht wird in einem anderen Vers des Heiligen Korans auch die gesegnete Nacht genannt. Diese Nacht wird Laylat al-Qadr genannt, weil das Schicksal, der Lebensunterhalt und die Lebensumstände der Menschen in diesem Jahr bestimmt werden. So sagt Allah, Lob gepriesen und erhaben ist er, im Vers 4 der Surah al-Duhan, in dieser Nacht wird jegliche weise Sache entschieden. Wann genau Laylat al-Qadr ist, wissen wir nicht. Es gibt einige Hinweise und auch Hadithe, doch eine genaue Antwort haben wir nicht. Es gibt Überlieferungen, laut denen die Laylat al-Qadr auf eine ungerade Nacht in den letzten 10 Nächten trifft. Andere Quellen sagen, es sei die 27. Nacht. Nur Allah weiß am besten. In dieser besonderen Nacht steigen die Engel herab und mit ihnen Gutes und Segen. Sie besuchen die Diener Allahs, die im Gebet stehen, Allah lobpreisen und erhaben ist er, gedenken, Lobpreisungen aussprechen oder andere Gottesdienste verrichten. Die Engel begrüßen diese Gläubigen und sprechen Gebete für sie aus. Es steigen so viele Engel herab, bis der gesamte Erdboden mit ihnen gefüllt ist. Daher, meine lieben Geschwister, ist es wichtig, dass wir diese letzten Nächte des Ramadans mit Lobpreisungen, Gebeten und guten Taten verbringen. Die beste Dua, die man jetzt sprechen kann, lautet Allahumma innika afufun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Auf Deutsch, O Allah, du bist der Allvergebende, du liebst es zu vergeben, darum vergib mir. Liebe Geschwister, Allah lobgepriesen und erhaben ist er, schrieb uns für das Ende unseres Monats Gottesdienste vor, die unseren Glauben stärken. Dazu gehören die Zakat al-Fitr, die Takbir in der Nacht von Eid und das Eid-Gebet. Wir danken Allah, Lob gepriesen und erhaben ist er, dass er uns mit dem Erreichen des Monats Ramadan geehrt hat. Wir wissen nicht, ob wir den nächsten Ramadan erreichen werden. Wir danken ihm, Lob gepriesen und erhaben ist er, dass er uns mit dem Bittgebet, den Dua, gesegnet hat. O Allah, nimm unsere Gebete an, akzeptiere unsere Taten und schreibe unseren Namen in die Liste derer, die du begnadigt und aus den Flammen des Höllenfeuers befreien hast. Möge Allah unser Fasten und unsere Gebete annehmen. Möge Allah uns zu denen machen, deren Taten angenommen werden. O Allah, nimm unsere Fasten an. O Allah, sei gütig zu unseren Geschwistern und Familien, die in Unterdrückung und Ungerechtigkeit leben. O Allah, hilf unseren Geschwistern in Gaza und im Sudan. O Allah, nimm unsere Taten an und verzeihe uns für unsere Fehler. O Allah, schenke uns die Möglichkeit, in Al-Aqsa zu beten. Gott segne unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Familie sowie Anhänger und schenke ihm Heil. Assalamu alaikum.